kann nicht dem Teufel meine Autorität übergeben. Hallo, ich bin Jim Richards. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Tag. Ich habe gute Nachrichten für Sie. Ich liebe gute Nachrichten. Wenn etwas keine gute Nachricht ist, dann ist es nicht das Evangelium. Ich weiß nicht, ob Sie Folgendes schon einmal von mir gehört haben. Ich bin nicht in einer Kirche aufgewachsen, aber nachdem ich gerettet wurde, bin ich viele Jahre zur Kirche gegangen. Ich habe da immer wieder folgende Aussage gehört, dass wenn wir sündigen oder wir etwas falsch gemacht haben, wir dann unsere Autorität dem Teufel übergeben haben. Das ist eigentlich interessant, denn als Jesus von den Toten auferstand, sagte er, dass ihm alle Autorität im Himmel und auf Erden gegeben ist. Nun, wenn ihm alle Autorität gegeben wurde, dann bedeutet das ja, dass ich keine davon abgeben kann. Die Wahrheit ist, dass ich meine Autorität nicht verliere, weil ich Fehler mache oder sündige oder was auch immer. Ich ermutige Sie nicht dazu, hinauszugehen und zu sündigen, aber ich sage Ihnen nur, dass dieser Glaube nur ein Haufen religiöser Unsinn ist, der seit Tausenden von Jahren weitergegeben wurde. Diese Theologie hat die Kirche des 21. Jahrhunderts beschäftigt und verzehrt und ist absolut unwahr. Sie können Ihre Autorität dem Teufel niemals überlassen. Sie mögen dem Teufel nachgeben oder mit ihm kooperieren oder mit ihm sündigen, aber Sie können ihm Ihre Autorität nicht abgeben. Es gibt eine Predigt von mir mit dem Titel Nothing has dominion over you. Wenn Sie herausfinden möchten, was Gott über Ihre Autorität und Ihre Herrschaft sagt, klicken Sie auf den Link unten und ich werde Ihnen ein E-Mail mit einem Link zu einer kurzen Botschaft senden. Sie werden sich wie Superman fühlen, der über hohe Gebäude springt, geistig gesprochen. Klicken Sie also unbedingt unten.